Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sticks, wieder mit René. Ja, geil, meine Flasche ist mit drauf. Richtig. Wir sind bei Mission Nummer 5 in der Falle. Hört sich schon richtig behindert an. So, ja, ich geh schon mit der reden, ne? Da habe ich 150 Punkte. Du hast letztes Mal alles ausgegeben schon. Nein. Der hat nichts gespeichert. I stepped on a big roach. Anscheinend bei mir, glaube ich. Aber ist nicht so schlimm. Ich habe eigentlich alles schon, was so benötigt ist, damit man ja nur schleichen kann. I haven't forgotten, Styx. Take off your clothes and get in this cage. Thanks for the offer, but you're not really my type. I've heard the Goblin prison leads to Wilderan, the Hunter's village, at the foot of Korengar. I can use my uniform to get you in there and help you find your way to the outside. Oh, great idea. Stark naked in a place filled with guards. You come up with that on your own? Listen to me. If you want to get out, it's your only option. From the prison command post, I could open a passage for you to the free world. And as for your equipment, I'll put it in the chest. That will allow you to escape to Wilderan. Sounds like a horrible plan. So let's do it. It's not like I got any better ideas. Ich fand den Plan gut. So, alles klar, ziehen wir uns mal aus. Ja. Hauptsache. Das Goblin-Gefängnis. Wir haben gerade diesen Käfig einfach selbst aufgebrochen. Ja, klar. Wir sind ja auch ein kluger Goblin. Ja. Wir brechen unser eigenes, wo wir uns einsperren wollen, brechen wir erstmal auf. Lysoril is looking for a talking goblin. You think it's this one? I doubt it. Can you talk, you stupid green turd? No, doesn't seem to. Okay then, you can toss it down the hole. Erstmal ins Loch werfen. Stupid green turd. Really? See you later, stupid turd. Wie er fällt, ey, wie so ein Stein. Ja. Ich hoffe, die sind nett gesinnt. Natürlich. Ja, wer weiß. Guck, der verzaubert die jetzt. Scum. Keep it moving there. Ach, das ist so ein Hurensohn. Den mag ich jetzt schon nicht. Was macht der mit dem? Er fickt den bestimmt. Kotz mich aus. Oh yeah. Wir sind nackig. Naja, was heißt nackig? Sexy. So, wo was findet den Weg hinaus? Ach, hier sind schon wieder die ganzen Pflanzen. Ich könnte kotzen. Guck mal, der Goblin, siehst du jetzt ganz genau, der trainiert zu viel Bauch. Deswegen sind einfach die Bauchmuskeln zweimal so weit drinne wie sein ganzer Körpergerippe, Alter. Ja, der kann das. Der Hebel muss wo sein? Hinter der Gittertür, habe ich gelesen. Ah, guck mal hier, bei mir, glaube ich, oder bei dir. Ich würde behaupten, bei mir. Ja, warum ist denn das der Grün? So, weil der tot ist. Ich hoffe mal, hier sitzt jetzt kein Dude. Oh lol, die Dudes laufen jetzt hier lang. Oh mein Gott! Ich raste aus. Oh mein Gott, René, bist du in Sicherheit? René? René? Was sagst du denn? Tot. Du bist tot.
Was geht schon wieder gut los? Ja, was denn? Ja, jetzt habe ich ein Problem. Ich bin da gerade so hochgeklettert und wollte an das Seil und springe. Was für ein Seil? Wir gehen mal da raus jetzt. Ja, GG, ne? Wie bist du hier hingekommen? Oben, durch ein Loch. Oben lang gesprungen, oder was? Oh, der eine steht da noch. Having to make such a trip to reload our weapons is a waste of time, if you ask me. A shard of pure quartz. Even stark naked, it's worth making a detour. Oh, die merken hier sehr viel. Nee, ich habe gerade Licht ausgemacht, deswegen. Achso. Oh, ich bin hier gerade reingesprungen. Lol, da kam ja der Dude! Oh mein Gott! Ja gut, dass ich da eben das Licht ausgemacht habe, dass du es gesehen hast, wa? Ich habe ein Problem. Was halt machst du? Hast du den Hebel benutzt? Mach ich gleich, ja. Okay, dann gehe ich schon mal weiter zurück. Oder geht dann... Oh mein... Oh, ich habe gedacht, der guckt hier drunter. Alter. Du könntest das jetzt machen. Oder hast du es gemacht? Was? Pass auf, er kommt. Ja, der Hebel. Hab ich gemacht, ja. Ist da eine Tür aufgegangen? Nee, da oben ist ein Loch aufgegangen. Ja, genau. Das, was ich meinte. Dann klettern wir mal wieder hier hinten hoch, ne? Oder ich beeile mich mal. So, ich bin draußen. One look at that purgatory and I suddenly want to live forever. Well, keine Ahnung, wie du da hingekommen bist, aber okay. Wieder vorne, wo ich in dem Schrank saß. Da kannst du hochspringen. Ja, ich seh's gerade. Bitch. Ich hab jetzt gerade. Ich achte voll wenig auf den Text, Alter. Bin mal viel zu angespannt beim Schiff. Finde deinen reinen Quarz in der Kaserne. Gib das Signal für Heldrin. Okay, ich mach das mal. Achso, mit dem Quarz, ne? Hast du gehört? Hä? Einer von uns beiden macht das mit dem Quarz, damit wir wieder reines Quarz haben. Willst du das mit dem reinen Quarz machen? Sicher. Ist egal. Oh lol, hier unten sind wieder Krabben. Lol, wie geil ist das denn? Ich sehe jetzt die Steps von den Viechern. Oh, wie geil ist... Oh mein Gott. Ja, bei mir hat er leider die Punkte irgendwie nicht gespeichert. Soldier guarding a plane door. They should have just put a sign on it saying keep out, hidden loot. She has the keys right there on her belt. It's almost too easy. Das ist ein Problem. Alter, wie bist du hier so schnell hingekommen? Hast du ihn jetzt bestohlen? Ja. Du bist ein Wichser, ne? Wo geht denn der jetzt hin? Ich hab da eben nur die Text gelesen und da stand auf einmal, ja, irgendwas mit bestehlen. Ich dachte mir so, okay. Oh, mach mal die Tür auf. Bin dabei. Oh. Haben die dich gehört? Kann das sein? Das Vieh hat uns bemerkt, weil wir. Ja, ich wollte dran vorbeigehen, Digga. Warum hat das die Tür gehört? Oh, jetzt ist diese scheiß Krabbe da auf Wachposition. Ich weiß jetzt nicht, ob ich an der vorbeikomme. Lass mich mal rausgehen. Mach du das mit dem Quarz. Ich gehe schon mal weiter. Och, Mann. Ah, jetzt geht's. Mir fällt gerade auf, dass ich richtig fett kacken muss. Das wollte jeder wissen. Warst du eben auf Toilette, oder nicht? Ja, aber ich war nur pullern. So. Komm mal her. Wie ich? Zu mir kommen. Ja, du musst mal zu mir kommen. Wieso? Komm einfach mal zu mir. Ich habe hier ein Problem. Also, ich will nicht zu dir kommen. Komm her. Warum denn? Das Quarz nicht. Ganz einfach. Du findest das nicht? Nein, sonst kriegen wir es nicht, oder? Es ist schwerer, so ist es einfach.
Warte bitte kurz. Ich muss jetzt erst hier. Die durch das Labor. Das Signal für Helden, Leute. Ich hoffe, der findet mich jetzt nicht. Kommt, ist da irgendeiner Dude drin? Nein, ist nichts drin. So, geh nach rechts. Ja. Da ist ein Hebel, aktivier den mal. Wo? Ah, da. Dankeschön. Ah, siehst du mal, Teamwork. Flieh durch das Labor. Wie denn, flieh durch das Labor? Hä? Leute, hast du jetzt schon die Mission gemacht? Scheint so. Du wolltest erst das Quarz holen. Ja, aber ich dachte, ich komme da durch hoch. Ich finde das reine Quarz, das ist doch da noch. Ja, dann mach das mal nochmal. Wo müssen wir jetzt hin? Reines Quarz? Irgendwie bin ich manchmal so ein bisschen verwirrt hier. Hier ist auch nur das reine Quarz. Anderer Punkt wird mir gar nicht angezeigt. Hä? Oder? Achso, ich muss da auch hoch. Ja, René, wie komme ich denn jetzt da hoch? Keine Ahnung. Ich will mich nicht töten lassen. Ist ja auch ziemlich dumm jetzt. Ja, aber wie komme ich denn da hoch? Hä? Leute, ich habe eine Idee. Ich verstehe dein Problem jetzt mit dem Hochfahren. Ich hab eine Idee, was ich mache. Oh, endlich lässt er mich in Ruhe, Alter. Voll die gute Idee, was ich mache. Wie ging das nochmal? Steuern, vernichten, B. Ah, ich bin jetzt auch oben. Ich habe das mit dem Klon einfach gemacht. Sind hier oben irgendwelche Dudes? Ja. René? Some pure quartz. René? Ja? Was machst denn du? Weglaufen. Warum? Warum rennst du weg? Tot. Weil ich gerade das pure Quarz geklaut habe. Ja, und dann bist du gestorben. Dann wurde ich entdeckt, weil die halt direkt dahinter stehen und du musst halt gedrückt halten, damit du da dran kommst. Okay. Wegen des haben wir jetzt leider Schatten schon mal nicht geschafft. Na, ist egal. Dafür haben wir aber das reine Quarz. Richtig. So, und du bist wieder gespawnt. Eine andere Sache. Oh, die haben mich gesehen. René, die haben mich gesehen. Ja, die eine Bitch. Oh oh. Alter, was ist denn jetzt mit den Wachen hier los? Ja, ich habe eben noch einen aus Versehen aufgeschreckt. Oh. Jo, die sind ja alle nervös jetzt. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Ich weiß gerade nicht. Keine Ahnung, Alter. René, da sehe ich schon wieder welche. Kannst du gleich mal die Tür aufmachen, damit ich hier wieder raus kann? Welche? Die direkt rechts von dir ist. Wo? Soll eine Tür sein, oder? Hier sind ganz... Ah, ich sehe die Tür. Ja, ich mach das. Eine Tür musst du mir aufmachen. Ich habe sie aufgemacht. Dankeschön, weil sonst komme ich hier nämlich nicht mehr raus.
Pass auf, dir kommen, also wenn du rausgehst, kommen dir Dudes entgegen, ne? Ich will es nur schon mal erwähnt haben. Okay. Hilft da einer ganz entspannt. Was ist denn jetzt hier der Plan? Ja, ich hab keine Ahnung. Ich probiere jetzt nochmal. Vorsicht. Was denn? Oh. Moin! Bin mal hinter dir, ne? Wolltest du da hoch? Ja. Hey, lol. Aber hier oben ist auch Feierabend jetzt, ne? Ach so. Nur geht's nicht. Da rechts ist irgendein brennender Kessel. So, das ist die Glocke. Da kommt ein Dude auf uns zu. Ne, doch nicht. Findet die. Wie hast du das hier jetzt gemacht? Ich hab da gerade die Fackel gesehen. Ich hab da einfach mal probiert, da hinzulaufen. Was für eine Fackel. All I gotta do is hide in the chest and wait to be transported to my destination. That reminds me of something. Ja moin. Well, well. Digga, ich hab mich richtig verlaufen. Ach du heilige Scheiße. Ich bin jetzt richtig in der Falle. Okay, keine Ahnung, wie du das jetzt gemacht hast. Ja, ich auch nicht. Ich war einfach. Sure stinks in here. Landrin, you need to wash those socks more often, girl. Ja, Gigi. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns bei einer neuen Folge von Sticks Shards of Darkness.